Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir mal so die ganzen oder ein paar die besten Homebrews, die jetzt in den letzten 3 Tagen für die Nintendo Switch rausgekommen sind. Und erstmal möchte ich nochmal davon abraten, die Database von Renegatamantel zu benutzen. Der hat ja eine Database mit den Nintendo Switch Spielen aufgesetzt, aber der hat auch einige nicht schöne Sachen über Wintermute gesagt, der unter anderem für DevKit Pro und DevKit Arm und solche zuständig ist. Und ohne DevKit Pro und DevKit Arm hätte es wahrscheinlich so, wie es aktuell ist, keine DS-Homebrews gegeben, keine 3DS-Homebrews gegeben. Also Wintermute macht eine gute Arbeit und Renegatamate, naja. Ich werde übrigens auch noch ein paar Alternativen zu Renegatamantes Homebrew Launcher in die Videobeschreibung tun und auch noch ein Video, was ich vor ein paar Jahren über Renegatamate gemacht habe. Der war damals schon scheiße und der ist immer noch scheiße, naja. Dann werde ich jetzt den Homebrew Launcher starten. Und die erste Homebrew, die ich vorstellen werde, ist FTPD. Das Ganze ist ein FTP-Server, also hier auf der Switch kann man nicht viel Spannendes sehen. Aber wenn man die IP der Switch. Okay, die Fehler, die werden jetzt angezeigt, weil die Switch gar nicht mit dem Internet verbunden ist. Normalerweise werden die nicht angezeigt. Und die IP kann man eben im Internetmenü oder in Internet-Einstellungen der Switch sehen. Und dann kann man über einen Computer sich mit der Switch verbinden, sodass man, wenn man neue Homebrew auf die Switch raufkopieren möchte, die Switch nicht erstmal starten muss, beziehungsweise die Switch ausschalten muss, die SD-Karte rausnehmen muss, Homebrew draufkopieren muss, die SD-Karte wieder reintun muss, den Homebrew-Launcher wieder starten muss und so weiter. Sondern man kann jetzt einfach über das Netzwerk Homebrew auf die von dem Computer auf die Nintendo Switch kopieren. Das Ganze ist allerdings noch ein bisschen buggy und in der Alpha. Also Homebrew von dem PC auf die Switch und alles andere von dem PC auf die Switch funktioniert problemlos. Aber Sachen von der Switch auf den PC kann man noch nicht so problemlos kopieren. Als nächstes kommt PFBA, was ein Final Burn Alpha Emulator ist. Und nein, bisher funktioniert mit dem Homebrew Launcher übrigens noch kein Ton, also. Naja. Hier gibt es dann eine ganze Liste mit den Spielen, die mit diesem Emulator kompatibel sind. Und wenn man auf ein kompatibles trifft, dann haben die auch eine andere Farbe. Man kann übrigens Links für Final Burn Alpha von, oder man kann ROMs für Final Burn Alpha von archive.org herunterladen, weil das eine so alte Konsole ist, dass zu Archivierungszwecken und dass die ROMs auf der Nachwelt verfügbar bleiben, die schon auf archive.org verfügbar sind. Aber natürlich sollte man sie nicht nur runterladen, um sie zu spielen. Dafür ist das Backup von archive.org nämlich nicht gedacht. Jetzt ist hier eine ROM, die ich auf der SD-Karte habe. Ich werde übrigens auch noch einen Link zu der Homebrew in die Videobeschreibung tun. Genauso wie zu allen anderen Homebrews, die ich hier vorstelle. Und die kann man damit A laden. Und in Tetris spielen. Zum Beispiel. Man kann Coins mit Plus inserten und die Starttaste ist auf Minus gelegt. Und dann kann man hier halt zum Beispiel Tetris spielen. Oder auch andere Sachen. Ich glaube, ich nehme einfach mal hart, damit das Ganze möglichst schnell vorbei ist. Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, wie die Tastenbelegung war. Also kann man also die Blöcke drehen. Naja. Das ist sicherlich nicht mein bestes Tetris-Spiel. Und wenn du jetzt vom PC sitzt und schreiend rufst, dass ich doch den einen Block da oder dahin tun hätte sollen und warum ich das nicht gesehen habe. Wenn man so spielt, dann sieht man häufiger solche Sachen schwerer, als wenn man einfach nur davor sitzt und zuschaut. Und also geht es hier eigentlich darum, dass ich möglichst schnell sterbe. Zurück kommen wir wieder mit der Home-Taste, dann kommen wir wieder ins Hauptmenü der Switch. Und dann können wir mit dem Album wieder die Homebrew aufrufen. Als nächstes haben wir dann Space NX, was von VG Moos portiert wurde. Und es ist ein einfacher Space Shooter. Mit dem rechten Joy-Con kann man
Diese kann man das Raumschiff drehen und in die entsprechenden Richtungen schießen, und mit dem linken Joystick kann man sich bewegen. Es ist ein bisschen blöd, dass teilweise die GBA-Term-Köpfe hier oder diese asteroidartigen Dinger einfach aufploppen auf dem Bildschirm, und es sind auch nicht wirklich viele. Bei der Wii U-Version waren mehr sichtbar, aber es ist eine ganz lustige Homebrew und halt ganz cool. Die wurde übrigens mit LibTransistor geschrieben, und alle Homebrews, die mit LibTransistor geschrieben wurden und mit dem Homebrew Launcher laufen, die müssen per Home-Menü-App oder per Home-Taste verlassen werden, weil ansonsten der Homebrew Launcher mit einem Error crasht. Und das will man ja nicht. Es ist zumindest ganz lustig, hat ein schön schnelles Gameplay. Und ich glaube, teilweise hat man die besten Chancen, wenn man sich einfach nur mal umdreht und das so spielt. Aber es ist natürlich nicht so interessant, wie den auszuweichen. Eigentlich könnte man dem Entwickler auch mal vorschlagen, dass er irgendwie sich einen sich bewegenden Hintergrund macht. Dass man so in mehreren Ebenen was hat. So, jetzt hast du auch, falls du das Spiel möchtest, schon das Passwort, um direkt in Level 7 einzusteigen. Oder du fängst halt einfach von vorne an. Und jetzt eben nicht über die Quit-Taste verlassen, sondern einfach die Home-Taste drücken. Und dann wieder ins Album gehen, um den Homebrew Launcher zu öffnen. Und als letztes haben wir die Useless Homebrew, die von meiner Wenigkeit portiert wurde. Und dann kann man einfach A drücken, um einen Schalter umzulegen. Das ist so wie diese Useless Machines, davon gibt es auch eine ganze Menge Videos. Aber so war es dann auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, die ganzen wichtigen Sachen gibt es nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt zum Ende hab ich nochmal die Frage. So allgemein. Und ich werde hier auch eine Anmerkung machen, damit ich das Ganze besser sehen kann. Oder dann halt so eine. Jetzt lieber schnell rausgehen. Eine Infokarte machen, wo ich eine Umfrage mache bezüglich des Homebrew Launchers, also wer einen Homebrew Launcher hat und so. Es wäre ganz schön, wenn du die da noch beantworten könntest. Hier im Video kommt jetzt eh nichts mehr Wichtiges. Und dann danke fürs Zuschauen. Hoffentlich bist du im nächsten Video dabei. Freitag kommt nämlich ein Video zum N2 Elite Amiibo Emulator. Und dann, ciao, Kakao!